Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Ich habe euch letztens einen Instagram-Post gemacht, wo ihr mir Fragen zu aktuellen One-Piece-Geschehen oder allgemeinen One-Piece-Geschehen stellen könnt. Und ich werde jetzt auf eure Fragen eingehen und sie hier einblenden und ausführlich darüber reden. Heute sind auch ziemlich spannende Themen am Start. Deswegen bleibt dran, wenn ihr ein bisschen One-Piece-Gelaber, ein bisschen Hintergrundwissen hören wollt. Ein paar Theorien zu gewissen Themen, Leute. Ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Frage. Und die erste Frage dreht sich gleich um Shanks Kind, was er höchstwahrscheinlich mit Makino hat, wo Oda ja auch schon so ein bisschen angeteased hat, dass es das Kind von Shanks ist. Und zwar hat die Frage Scarlet Ghoul gestellt, was für eine Rolle Shanks Kind noch in der One-Piece-Story an sich irgendwie spielen wird. Und da bin ich ganz ehrlich, Leute, höchstens wenn jetzt noch ein Timeskip kommt, was ich aber nicht glaube, und das wird auch nicht so passieren, dass jetzt unsere Ströte noch mal älter sind, so dass dieses Kind irgendwie ernstzunehmend in der Story mit eingebunden werden kann, dann muss es schon jetzt, ist es, sagen wir mal, 1-2 Jahre alt, dann müssen jetzt nochmal ungefähr so anime-mäßig 15 Jahre vergehen. Und dann ist Ruffy Mitte 30, was theoretisch für einen Piratenkönig so ein solides Alter wäre, aber wann soll der Timeskip da irgendwie kommen? Und dann würde ja auch erst das Kind letztendlich von Shanks in die Story reingehen, beziehungsweise wäre dann auch erst den Traum, Piratenkönig zu werden oder so. Aber ich kann mir vorstellen, dass, wie gesagt, dass das so die nächste Generation wird, also Shanks Kind, und dass Ruffy eventuell ganz am Ende den Strut an das Kind weitergibt. Das wäre einfach sowas von episch und wäre einfach geil und würde auch nach One Piece noch ein bisschen Luft nach oben lassen für eine Fortsetzung. Die nächste Frage ist von Kevin BRG. Was denkst du, wieso Kaido wirklich unsterblich ist? Hat das was mit Big Mom zu tun oder trifft die Theorie mit Law eher zu? Ja, die Unsterblichkeit mit Kaido. Leute, ich denke, da müssen wir auch nicht mehr so lange warten, bis das endlich im Manga kommt. Also das ist jetzt bald auf Wano Kuni nach der Reverie. Ich denke, die Reverie geht noch 1,5 bis 2 Monate höchstens und dann ist das Ganze auch vorbei. Und dann geht's letztendlich nach Wano Kuni. Und dort denke ich, wenn sie erstmal auf Wano Kuni treffen, an der Küste, beziehungsweise kurz vor dem Arc ihre Truppen sammeln, beziehungsweise die Ninja, Samurai, Mink-Allianz und mit Marco und vielleicht ist Joso auch dabei und Vista und die anderen alle. Und wer weiß, vielleicht sogar Shanks, Leute, das ist noch eine weitere Theorie, darauf gehe ich auch nochmal in den nächsten Tagen drauf einzusprechen. Und zwar, wenn sie sich dort treffen, werden sie natürlich erstmal einen Lageplan erarbeiten. So ein bisschen wie mit Capone und Ruffy, die Allianz, dass sie dort saßen und dass das erklärt wurde, wie man Big Mom letztendlich verletzen kann. Mutter Karamell, sie muss auf die Knie fallen, dann bluten die Knie und dann ist sie verletzlich und dann mit den komischen KX-Werfern da, sie letztendlich irgendwie vergiften von innen heraus und so. Das war halt der Plan. Man hat so ein bisschen was von ihr gelernt, wie sie tickt, was auch ihre Kraft ist. Alles oder weniger am Anfang schon des Arcs, Whole Cake Island Arc. Und dann in der Mitte haben wir letztendlich den Plan, den Attentat auf sie, haben wir dann gehört von Capone. So, und ich denke, so eine Art wird es bei Kaido auch sein, dass wir dann auch am Anfang irgendjemanden sprechen haben, wer das sein wird. Ich denke, vielleicht irgendjemand, der schon dort auf Wano Kuni länger lebt. Vielleicht aber auch jemand, den wir schon kennen. Also vielleicht irgendwie Kinemon oder sowas, die Kaido auch schon kennen und genau wissen, wie der tickt, wie man ihn verletzen kann. Und warum dieser Typ als unsterblich gilt, weil es wurde ja wirklich gesagt von Oda, wer sich im 1 gegen 1 mit jemandem messen will, mit der stärksten Kreatur, das ist Kaido, das ist die stärkste Kreatur, man soll sich im 1 gegen 1 mit ihm messen, wenn man wissen will, wie stark man ist, also ob man der Stärkste ist, und Kaido scheint unsterblich zu sein. So, und jetzt haben wir herausgefunden, dass Big Mom und Kaido damals in der Rocks-Ära irgendwas miteinander zu tun hatten, irgendwie kooperiert waren, in der gleichen Crew waren, irgendwas war da, und jetzt gehen viele davon aus, dass letztendlich Kaido schuldet ihr noch irgendwas, das hat Big Mom ja so komisch formuliert, dass sie noch ein Gut bei ihm hat letztendlich, und warum? Viele gehen erstmal davon aus, Kaido Katakuri, dass Katakuri der Sohn ist von Kaido. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber es gibt zu viele Sachen, die dagegen sprechen. Aber halt eine naheliegende Sache ist, dass sie mit ihren Seelen, mit ihrer Teufelsrot Kaido einfach unsterblich gemacht hat. So, ob das möglich ist, wissen wir nicht. Aber ich denke schon, dass die Lebenszeit und vielleicht auch seine körperliche Konstitution einfach ein bisschen mit ihrer Kraft, mit der Seelenfrucht gebufft werden kann. Dass er dadurch ein bisschen krasser wird. Das finde ich gar nicht mehr so weit hergeholt jetzt, um ehrlich zu sein. Oder vielleicht so weit, weil Big Mom kann ja letztendlich Leben einhauchen in leblose Objekte, was sie schon öfter gesehen haben, also in Bäume oder in Tassen oder in irgendwelchen Stillleben-Kram, kann sie da einfach jetzt Dings reinhauen, also ein Leben, und dass sie eventuell in eine Leiche von einem, so mäßig wie mit Oz Junior, beziehungsweise mit Oz war das ja so bei Thrillerbug, dass er auch einen Schatten bekommen hat, einfach auch eine Leiche eigentlich nur. Und so könnte Big Mom ja auch Leichen theoretisch wiederbeleben, beziehungsweise irgendwie Leben einhauchen. Natürlich wissen wir das von Big Mom, diese ganzen Sachen, die sie dort wiederbelebt, alle ein bisschen ihre Gemütslage dann irgendwie gleich sind, also beziehungsweise die sind glücklich, wenn sie glücklich ist und haben alle so ein nettes Gesicht und lachen, wenn sie tanzen. Und deswegen glaube ich das eher nicht, aber dass es so ist. Aber dass sie eventuell ihnen Lebenszeit gegeben haben könnte, das glaube ich. Aber ich denke mit Law, mit der Operation der ewigen Jugend von dem Vorbesitzer der OP-Opinomie, also die Teufelsfrucht, die Law jetzt hat, finde ich ein bisschen wahrscheinlicher, weil wirklich unsterblich kann ja auch nur so eine Betitelung sein, so eine Sage, so eine Legende in One Piece, dass es einfach so gesagt wird, Kaido ist unsterblich, und das ist einfach so, weil er so krass und so stark ist. Wie zum Beispiel, ja okay, das ist auch ein bisschen realistischer, aber der Held der Marine gab. So, was hat der Heldenhaftes getan? Ist er jetzt ein Held?
gab, ist kein Held. Der sitzt da und frisst seine Kekse und so, Leute, und frisst sein Fleisch und, also ich weiß nicht, aber vielleicht hat er Heldenhaftes getan, das wissen wir jetzt auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Mit diesen Betitelungen in One Piece muss man ein bisschen vorsichtig sein als unsterblich. Vielleicht ist er auch gar nicht unsterblich, sondern er ist einfach nur so stark aufgrund seines Rüstungshakis, dass keiner da durchkommt. Die nächste Frage ist von Sinan Demirbas 28 und zwar, wer ist deiner Meinung nach der beste Gegner, den Ruffy bis jetzt hatte und warum? Also da bin ich ganz ehrlich, den besten Gegner an sich, das war Doflamingo, wenn man ihn als Gegner sehen will, als Gegenspieler von Ruffy. Natürlich als Hauptgegenspieler ist für mich immer noch Blackbeard der Beste, aber Doflamingo war in einem Arc und über mehrere kleine Arcs davor noch der beste Antagonist, die beste Rolle, die grausamsten Sachen mehr oder weniger irgendwie gemacht und deswegen finde ich eigentlich Doflamingo der beste Gegner. Der beste Kampf aber, also der beste Gegner in einem Kampf, im 1 gegen 1 mit Ruffy. Das ist meiner Meinung nach Katakuri. Der Kampf war sowas von genial und ich fand es einfach richtig actionreich. Also die Chapter waren so krass und ich bin gespannt, wenn es jetzt wirklich im Anime adaptiert wird und wenn Naotoshi da, der Chef-Animator, der beste Animator, der dort die krassen Animationen macht von One Piece im Anime. Also wirklich jede geile Szene, die ihr kennt, Leute, ist von Naotoshi Shida gemacht. Also alle geilen Szenen, die jemals irgendwie in One Piece waren, die so richtig dynamisch und knackig animiert sind, was einfach geil aussieht. Egal, welche ihr gerade im Kopf habt, also eure Lieblingsszene, die krass animiert ist, die ist von Naotoshi Shida und der Typ wird das locker auch wieder machen dort, also Snake Man, Leute, eine neue Form, also ein Kampf, also der Gegner, der hat einfach eine neue Form dann auf einmal und Katakuri hat auch seinen Donut-Angriff gemacht und dann Snake-Shot und alles mögliche kam, da die ganzen Attacken, King Cobra am Ende, die Katakuri wohl richtig zerberstet hat, Katakuri war am Anfang Wichser so ein bisschen, hat ihn nicht toleriert, nicht ernst genommen als Gegner, aber dann am Ende ihn Respekt gezollt und hat letztendlich sich auch selber verletzt aufgrund dieser hinterhältigen Aktion von Flambe, also seiner komischen Schwester dort und alles und auch mit seinem Mund und das auf am Ende drauf geschissen. Das war einfach ein genialer Kampf, Leute. Ich brauche euch davon nicht so viel erzählen. Es ist der beste Kampf aus ganz One Piece, meiner Meinung nach. Und ich freue mich, wenn im Anime mit dem schönen Lied und Snake Man und einfach ein geiler Kampf, blutig bis auf die Knochen, wenn wir das animiert kriegen, Leute. Die nächste Frage ist von Maurice MPL. Und zwar, er fragt, was passiert alles noch in der Reverie? Was glaubst du? Und zwar glaube ich, die Reverie wird jetzt noch richtig in Gange gehen. Also wir wissen ja jetzt schon, was passiert, mehr oder weniger. Shanks ist da, Sabo ist da, Karasu ist da, Dragon wird auch da sein, weil er den Tenryubito den Krieg erklären will und dann würde es auch keinen Sinn machen, wenn die anderen Revos nicht da wären. Also, die sind ja da und ich denke auch, dass Morley noch kommen wird. So, dann haben wir Green Bull, dann haben wir Fujitora, Akaino, Kizaru, wir haben Garp, wir haben Corby, wir haben die volle Palette, wir haben die Gorosei, Leute, wir haben wirklich Tenryubito, sind auch da. Es ist wirklich die volle Palette an One Piece Charakteren, die wir uns wünschen, ist da. Außer halt Blackbeard oder halt die Strohhüte sind halt auch rausgenommen und das ist auch realistisch. Aber zum Beispiel jemand wie Blackbeard. Ich kann mir vorstellen, dass Blackbeard noch auftaucht in den nächsten Tagen beziehungsweise in den nächsten Chaptern. Oder dass irgendwas mit Shanks dort noch passiert. Irgendein Vorfall, irgendetwas Krasses wird noch passieren. Shirahoshis große Entführung, also wirkliche Entführung, nicht dieses mit Carlos, dieses 0815-mäßige, er will sie als Haustier, sondern eine richtige Entführung vielleicht von Blackbeard oder Dragon entführt Shirahoshi oder irgendwas wird auf jeden Fall passieren. Also es passiert natürlich jetzt noch das mit Dragon, das hat er schon gesagt, er wird auf der Reverie den Tenryubito den Krieg erklären. So, die Reverie ist jetzt, die Tenryubito sind da, die Revos sind da. Die Frage ist, wie wird Dragon auftauchen und wann genau wird er auftauchen und wie wird er ihnen den Krieg erklären? Wird er wirklich einen Krieg dort anzetteln, also beziehungsweise sagen, jetzt ergreift sie oder bringt sie um oder schlachtet dort Tenryubitos ab? Glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass er dort auf den Tisch schauen wird, auf den Tisch stehen wird. Mit der Frucht von Bello Betty, mit der Teufelskraft, wird er mit ihrer Hilfe letztendlich Leute auf seiner Seite gewinnen und Königreich auf seiner Seite gewinnen und wird dann mäßig den Tenryubito mit den neu gewonnenen Königreichen und der restlichen Revolutionsarmee den Rücken kehren, beziehungsweise die Stirn bieten in einem Kampf, Leute. Und das wird einfach richtig genial. Die Sache ist, wird Shanks da noch mit involviert? Weil das ist ja wirklich das Interessante. Also alle wollen einfach wissen, was mit Shanks gerade ist. Oder natürlich der Strohhut unten. Was passiert mit dem Strohhut? Was war das für eine mysteriöse Person? War das der König von Mary Joa, der eigentlich auf dem Thron sitzt? War das der König der Tenryubito? War das vielleicht der sechste Weise, also der sechste Gorosei oder sonstiges? Weil das kann alles sein. Es kann auch Vegapunk gewesen sein, aber der hatte eine Krone auf, deswegen eher unwahrscheinlich. Aber es kann jeder gewesen sein. Wer war das und was ist das für ein Strohhut da unten? Das will ich auch noch geklärt haben. Beziehungsweise vielleicht wird das ja noch alles in diesen Reverie-Arc, der ja gerade voll in Gang ist, irgendwie mit eingebunden. Und das würde ich mir auch so wünschen. Eine weitere Frage von Vic D. Ryder. Er schreibt, yo Bro, mal im Ernst, glaubst du Shanks ist wirklich einfach nur ein Kaiser oder steckt mehr dahinter? Und das ist die Sache, Leute. Kaiser ist man erstmal von sich aus erstmal so nicht. Also man sagt ja nicht, ich bin jetzt Kaiser. Kaiser ist ja eigentlich nur das, was von der Außenwelt ein
geben wird, also der Titel. Wenn er jetzt zum Beispiel ein hohes Kopfgeld kriegt und ein einflussreicher Pirat in der Welt ist, so, dann wird er Kaiser. Wie Ruffy jetzt. Er ist ja auch einfach ungewollt Kaiser geworden. Er hat einfach nur sein Ding da gemacht, Blutpornoglyphen und Sanji mitgenommen und dann wurde das letztendlich in den Medien so betitelt als ein Sieg über Big Mom, was es ja letztendlich auch war. Er hat ja letztendlich das erreicht, was er wollte und hat sie letztendlich, ist geflüchtet, aber dennoch war es irgendwie ein Sieg, weil er halt die Blutpornoglyphen und Sanji mitgenommen hat und ihr komplette Basis, Whole Cake Island, das ganze Schloss da kaputt gemacht hat, kann man das schon als Sieg betiteln. Natürlich nicht 1-1 gegen Big Mom, das hat er nicht geschafft, aber gegen Big Mom als Kaiserin hat er dennoch einen Sieg errungen. So, und da wurde ihm ja von außerhalb letztendlich der Titel eines Kaisers zugesprochen. Das ist halt die Sache. Das ist bei den anderen, denke ich mal, genauso. Die einflussreichsten Piraten sind einfach Kaiser. Die werden einfach als Kaiser betitelt und so ist es mit Shanks auch. Die Sache ist, was Shanks wirklich ist. Ob er ein Tenryubito ist oder sonstiges oder ob er eventuell, viele haben auch geschrieben, dass er ein Gorosei vielleicht ist und zu denen gehört. Das kläre ich in einer anderen Fragen-Episode, Leute. Deswegen schalte wieder ein, wenn es heißt Fragen beantworten von Instagram, die E-Mail gestellt habt dort. Also vielen Dank erstmal an alle, die Fragen gestellt haben. Über 200 Stück. Echt. Vielen, vielen Dank, Leute. Ich würde sagen, die nächsten Fragen kommen dann im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Leute. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.